Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. Heute geht es um Structs. Und Structs sind sozusagen die Möglichkeit, eure eigenen Typen hier zu erstellen. Also so ein bisschen rumzuspielen und selber eure Integer zu schreiben. Nicht ganz so krass, aber fast. Und dazu brauchen wir mal wieder ein bisschen extra Code außerhalb von unserer Main-Funktion. Aber das macht ja nichts. Wir können die Dinger ja öfters benutzen als nur einmal. Deswegen sind sie ja so cool. Genau wie Funktionen, man kann sie so oft benutzen, wie man möchte. Okay. Schlüsselwort dazu ist struct, wie ich gerade schon gesagt habe. Und jetzt könnt ihr hier eurer ganzen Datenstruktur einen Namen geben, so wie zum Beispiel Integer. Wenn ihr Integer nicht mögt, dann dürft ihr euch hier jetzt einen eigenen Namen aussuchen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, pinker Elefant. Okay, der pinke Elefant bekommt auch ein paar Variablen. Und diese Variablen, die schreibt ihr in eure struct rein. Einfach so. Hier rein jetzt ein, zum Beispiel einen x-Doppelpunkt und dann hier hinten dran wie immer den Typ schreiben. Aber Achtung, hier keinen Wert eintragen, das ist ganz wichtig und wir machen hier auch ein Komma, kein Semikolon. So, und dann könnt ihr hier beliebig viele blablabla Variablen eintragen, zum Beispiel noch ein i32 und hinter den letzten packt ihr wieder ein Komma. Genau. So, wenn wir das so haben, dann sind wir schon fertig. Das heißt, hier Komma statt Semikolon und keinen Wert hinten dran. Mutable Variablen gehen hier drin nicht, da wir hier nur den Prototypen sozusagen erstellen. Wir sagen, pinken Elefant brauchen wir zwei Integer-Werte, nämlich x und y. Dann ist der pinke Elefant komplett und wir sagen hier nicht, dass die irgendwie nicht veränderbar sein dürfen oder sowas. Sondern das sagen wir erst hier unten, wenn wir uns den pinken Elefanten tatsächlich erstellen. Also das hier ist sozusagen der Prototyp eures pinken Elefanten, so wie er auszusehen hat in eurem Kopf. Und hier unten sagen wir jetzt, was genau das für ein pinker Elefant ist. Zum Beispiel ein großer, ein kleiner oder sonst irgendwas. Kann ja auch verschiedene davon geben. Okay. Und deswegen sagen wir hier unten jetzt zum Beispiel mute, wenn wir ihn verändern wollen. Oder nicht mute, wenn wir ihn nicht verändern wollen. Und ja, hier kommt jetzt meine Instanz. Also mein konkreter pinker Elefant, wie gesagt, das hier oben ist sozusagen, wie ich ihn mir vorstelle. Und hier unten kriege ich jetzt tatsächlich einen in die Hand. Ist gleich pinker Elefant. Vielleicht hätte ich es anders nennen sollen, nicht ganz so lang. So, und was wir jetzt hier machen ist, wir müssen die Werte angeben, nämlich dieses x und dieses y. Die wollen ja irgendwie einen Wert bekommen. Dazu haben wir das Ding ja erstellt. Und dazu machen wir jetzt hier diese geschweiften Klammern, die wir schon kennen. Und hier rein kommt jetzt, dass mein x zum Beispiel 42 ist und mein y ist 1337. So. Und ja, jetzt habe ich sozusagen meinen pinken Elefanten in der Hand. Der hat diese zwei Werte und mit den beiden Werten kann ich arbeiten. Achtung, hier haben wir auch wieder mit einem Komma getrennt. Und hier hinten habe ich es mal wieder nicht hingeschrieben, kommt ein Semikolon hin. Ich habe gerade eben ein bisschen Python gemacht, deswegen vergesse ich das ganz gerne mal. Okay. Genau, so und jetzt können wir hier mit diesem Zeugs arbeiten. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, Instanz, also wir können ja logischerweise unseren pinken Elefanten nicht ausgeben über print, aber wir wollen ihn ausgeben und dazu greifen wir dann halt auf diese Variablen zu, weil wir wissen, i32 können wir super ausgeben. Deswegen sagen wir hier, okay, wir geben Instanz.x zurück. Instanz.x greift auf dieses x von dieser Instanz zurück. Das heißt, wir haben hier, haben wir spezifisch für diese Instanz, ich schreibe vielleicht ein 1 dahinter, dann wird es klar, für diese Instanz 1, also für unseren ersten pinken Elefant, den wir uns erstellt haben, haben wir hier konkreten x angegeben, nämlich 42. Deswegen haben wir das hier oben auch nicht angegeben, sondern nur da unten. Und diese Instanz 1, die hat dieses 42, dieses x auf 42 gesetzt. Wenn ich jetzt das so ausführe, dann kann ich hier direkt drauf zugreifen. Das heißt, hier wird jetzt 42 ausgegeben. Wenn ich auf y zugreife, wird 1337 ausgegeben. Gut. Und wenn ich das Ganze jetzt mutable mache, dann darf ich hier meine Variablen auch verändern. Also zum Beispiel darf mein Elefant wachsen oder sowas. Könnt ihr euch was Wunderbares dabei ausdenken. Und dann sagen wir hier eben Instanz 1.x gleich 43. Dann ist er von mir aus ein bisschen gewachsen. So, wunderbar. Und ja, wenn ich das jetzt bilde, dann funktioniert es immer noch perfekt. Okay. Aber wie gesagt, dieses Mute hier, das ist gebunden auf meine Instanz. Ich kann noch einen zweiten pinken Elefanten erstellen. Der ist dann halt vielleicht ein bisschen kleiner oder sowas. Den muss ich auch anders nennen, logischerweise.
Instanz 2. Und ja, sagen wir mal, der ist kleiner. Der ist nur 1 und 2 oder so. Und dann kann ich hier auf meine Instanz 2 gehen. Genau, ich kopiere das hier mal. Und dann kriegen wir zwei Ausgaben. Die erste für Instanz 1, die zweite für Instanz 2. Und dann sehen wir, dass dieselbe Variable x... Ja, ist ja gut. Ich schreibe hier schon Semikolon hin. Dieselbe Variable x hier, also dieses x und dieses x, die haben unterschiedliche Werte. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, sehen wir einmal wird 42 ausgegeben. Das ist der obere, die Instanz 1. Das heißt, diese Variable wird ausgegeben. Und das hier unten ist Variable 2, also das zweite x. Die heißen zwar gleich, aber die heißen nur intern gleich. Tatsächlich sind es zwei völlig unterschiedliche Variablen. Okay, ihr könnt es euch so ein bisschen vorstellen, wie wir haben hier jetzt ein Tupel erstellt. Und einmal haben wir die Werte 42 und 1337 drin. Einmal haben wir eben hier den Wert 1 und den Wert 2 drin. Genau, mit diesen Structs kann man auch noch ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel könnte ich meinen Elefanten dynamisch verändern. Und dazu sage ich logischerweise, brauchen wir erstmal einen dafür, also unsere Instanz 1. Ja, und jetzt habe ich eine Kurzschreibweise dafür, wie ich meine Instanz 2 definieren kann. Also zum Beispiel let. Und dann brauche ich eine neue Variable, nennen wir sie nicht y, wir nennen sie Instanz 2 wieder. Hätte ich also stehen lassen können. Und ja, jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen einen neuen pinken Elefanten, wirklich einen neuen haben. Also wie gerade eben auch einen anderen pinken Elefanten, allerdings basiert der auf meinem ersten pinken Elefanten. Und ich möchte zum Beispiel meinen Y-Wert auf 42 setzen und den Rest möchte ich, also alle anderen Variablen, ihr denkt bitte dran, hier können unendlich viele Variablen drinstehen, alle anderen Variablen nehme ich aus Instanz 1. Und dazu schreibe ich Punkt, Punkt, Instanz 1. So. Und ja, jetzt wird eben y aus der Instanz 1 übernommen, aus der Definition übernommen. Alles andere, also nur unser x in dem Fall, wird aus Instanz 1 übernommen. So, schreiben wir mal hin, y, sonst sehen wir ja gar nichts. Okay, und bilden. Gut. Genau. So, und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, wenn wir es tatsächlich mal sehen, dass das y in Instanz 1 die 1337 sind und in Instanz 2 haben wir hier die 42. Wenn wir uns jetzt auch noch das x ausgeben lassen wollen, das wird ja automatisch übernommen, dann sollte das wohl bei beiden gleich sein. Und Tatsache, es ist in beiden Fällen 42. Wunderbar. Genau. So einfach funktioniert das. Also ihr könnt einfach so eine Schnellkopiervariante hier benutzen, indem ihr einfach Punkt, Punkt und dann den Namen von der Instanz, den ihr haben wollt, benutzt. Gut, dann kommen wir noch zum letzten Punkt und zwar, wir haben die Möglichkeit auch Tuple-Struct, so heißen die Dinger, zu benutzen, indem wir zum Beispiel sagen, Struct schwarzer Elefant, weil schwarz und so und böse, nein, Spaß. Aber Tuple-Struct sollte man eigentlich nicht benutzen, wird von den Entwicklern abgeraten. Wahrscheinlich, weil ihr auch stattdessen einfach ein stinknormales Tupel benutzen könntet und ihr habt fast keinen Vorteil davon. Aber ja, ich zeige euch einfach mal, wie es funktioniert. Und zwar sagen wir hier i32, i32 und i32, wobei halt, stopp, wir haben nur zwei. Und dann einfach direkt ein Semikolon dahinter. Deswegen, ja. Also ihr erstellt euch quasi eine neue Struct und die hat einfach zwei unbenannte Variablen, i32 und i32. Allerdings, wie gesagt, die haben keinen Namen und das macht es so ein bisschen schlechter zugänglich. Also hier könnt ihr tatsächlich über den Namen eindeutig referenzieren, was ihr gerne habt. Hier müsst ihr dann wie bei einem Tupel drauf zugreifen. Ja. Und im Prinzip kann man das auch super umschreiben, wenn man sich das so anguckt. Also ob ihr das jetzt schreibt oder ob ihr direkt sowas schreibt und dann tatsächlich aussagekräftige Namen wie x und y benutzt, mit denen ihr dann später gut arbeiten könnt. Also nehmt einfach die obere Struct hier und schreibt wirklich sinnvolle Namen hier rein. Nicht irgendwie, ich hatte gerade Spaß oder sowas. Genau. Habt ihr jetzt eine Struct, so eine Tuple-Struct zum Beispiel, dann sagen wir zum Beispiel hier unten let und jetzt sagen wir genau, und jetzt sagen wir hier, wir erstellen einen neuen
Also A gleich, ich kopiere das hier einfach mal, geht schneller. Schwarzer Elefant von 10. Okay, so, und jetzt sagen wir, wir wollen auf diese 10 drauf zugreifen. Dann müsst ihr Folgendes tun. Let schwarzer Elefant von ABC, neue Variable, irgendwas, ist gleich A. Okay. So, und jetzt können wir hier ABC ausgeben und bekommen diese 10 zurück, die wir hier reingepackt haben. Also unsere 10, die wir hier benutzt haben, um den schwarzen Elefanten zu erstellen. Das heißt, die 10 wandert erstmal in dieses Struct rein. Ihr speichert dieses Struct irgendwo zwischen und dann greift ihr mit einem Destructor sozusagen wie bei den Tupeln wieder drauf zu und weist dieses ABC implizit der 10 zu. Also alles so ein bisschen nicht ganz so edel und ja. Deswegen einfach die Schreibweise benutzen, ist eindeutiger, was ihr damit machen wollt. Ihr könnt auch Folgendes tun, und zwar könnt ihr sagen, ein letztes Wort noch zu struct, dann bin ich auch durch heute. Struct, Baum, keine Ahnung, und fertig. Das heißt, ihr erstellt euch eine struct, die keinerlei Member hat. Brauchen wir vielleicht später mal noch, nur damit ihr wisst, wie es funktioniert. Und vielleicht könnt ihr mal so ein Ding als Marker oder sowas erstellen. Die brauchen nämlich quasi keinen Speicherplatz, aber da könnt ihr genauso gut einen Boolean benutzen. Von dem her, merkt euch einfach für später, werden wir noch brauchen. Aber so viel dazu. Okay, dann war's das für heute auch schon wieder und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.